So, weiter geht's mit Simon the Sorcerer. Willkommen zurück. Ja, wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen so einen kleinen, also einen kleinen Hänger gehabt. Ich glaube, das war eine komplette Folge, in der ich nichts hingekriegt habe. Dabei waren meine Ansätze gar nicht so falsch. Ich habe ein kleines bisschen rumprobiert, um wenigstens ein bisschen was zu haben jetzt am Anfang der Folge, um wieder weiterzukommen, um nicht sofort wieder einfach nur sinnlos rumzuprobieren. Ja, ein kleines bisschen habe ich rumprobiert und hab was entdeckt und das erste ist auch gleich hier. Und zwar mit dem Bart. Natürlich müssen wir den Zwergenbart benutzen, um in die Zwergenmine hineinzukommen. Aber ich muss nicht benutze Zwergenbart machen, sondern wir haben hier trage Zwergenbart. Und ich vergesse immer, dass dieses trage bedeutet, ziehe irgendwelche Klamotten an. Und tada, Simon trägt Bart. Wow, sehr hilfreich, kratzt nur ein wenig. Und schon können wir in die Zwergenmine. Hallo! Wie lautet das Passwort? Passwort? Ach! Ach, das Bier ist nicht. Ach so, ich dachte, die wollen Bier haben, damit wir reingelassen werden, aber. Okay! Ist es. Bier? Du kannst rein! Na, endlich! Mensch, das war ja schwer! Und damit sind wir endlich in der Zwergenmine, ist ja unglaublich! So, dann schauen wir uns mal um hier. Wollen wir erstmal reden ein bisschen? Hier gibt es ja ansonsten eine Flasche. Ja, und ein Zwerg. Und noch ein Zwerg. Okay, reden wir mal mit den Zwergen erstmal. Hey, du Zwerg! Verschwinde, ich bin beschäftigt! Okay. Was hat dir die Laune verdorben? Du! Nun verschwinde! Ich bin ein Inspektor und inspiziere. Wo ist dein Ausweis? Den habe ich zu Hause vergessen. Lass mich allein. Gut, dann reden wir noch mit dem anderen hier. Entschuldigung. Hallo. Wow. Tiefschläfer. Gut, wenn er nicht will, dann... Stopp! Halt. Warte, was? Lass ihn nicht durch! Ach, da wacht er auf, natürlich. Nur für Zwerge im Dienst. Ich bin ein Zwerg im Dienst, natürlich. Ich bin ein Zwerg im Dienst. Nein, bist du nicht. Das ist nicht fair. Also zieh Leine. Du gemeiner, du. Ich bin im Dienst für Axtgesicht-Schädelbrecher. Wer soll denn das sein? Nie von ihm gehört. Heißt denn nicht alle so? Eine Art Virus. Sehr gefährlich. Ich glaube dir nicht. Fair genug. Also zieh Leine. Nein. Wie wär's mit Bestechung? 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 An was hattest du gedacht? Einen Moment bitte. Es wäre besser, dir fällt was Gutes ein. Was können wir... Wir haben... Achso, der hat sich jetzt erstmal wieder zum Schlafen hingesetzt, okay. Haben wir denn irgendwas, was wir dem Zwerg... Ich weiß, was wir dem Zwerg geben müssen. Das haben wir noch nicht, das werden wir uns aber noch holen. Gut, wenn wir da nicht langkommen, dann gehen wir jetzt erstmal hier rechts hin. Mal ein bisschen gucken. So, was haben wir denn da? Ein Zwerg. Natürlich ein Zwerg. Und einer, der pennt. Noch einer ein Bier? So, reden wir auch mit denen mal. Er sieht betrunken aus. Ach! Der ist wirklich stockbesoffen. Tatsächlich, wie bist du noch darauf gekommen? Entschuldigung. Psst. Ich glaube, er schläft. Okay, wenn das nicht klappt, wir haben zumindest mal Flaschen hier. Vielleicht können wir hier mal welche mitnehmen. Wegen dem Bier und so, ne? Ach Quatsch, nicht benutze. Was mache ich denn? Ja, ja, bla. Wollte ich doch auch gar nicht. Ich wollte nimm Flaschen machen. Jetzt hat der Hulpster tatsächlich die Antwort von Simon übertüncht hier. Gib's auf. Die sind alle leer. Ja, du sollst ja auch die Leere mitnehmen. Gib's auf. Die sind alle leer. Ja, Simon! Du machst mich fertig. Halt, Moment. Guck dir mal die zumindest noch an hier. Das sind Bierfässer. Tatsächlich, dann nimm. Gib's auf. Die sind alle leer. Okay, die armen Zwerge sitzen vollkommen auf dem Trocknen. Das ist aber auch eine tragische Angelegenheit hier. Okay, müssen wir uns später mal was... Ja, geh mal weiter, bitte. Müssen wir uns dann später mal was einfallen lassen. Wir haben erstmal noch nichts, was wir denen geben könnten.
Wir brauchen irgendwoher ein Gefäß, damit wir das Bier abgeben können. Ja, das war eine Sache gewesen. Das mit dem Bart, das ist mir noch eingefallen, dass es mit dem Trage ist. Quatsch, nicht Trage, ich brauche jetzt... Haben wir nicht irgendwo... Entferne Bart. Wir müssen eigentlich die ganze Zeit damit rumlaufen. Ah, schon besser. Finde ich auch. So, das war eine Sache, die mir eingefallen ist, was ich mir überlegt habe. Eine andere, die habe ich durch Probieren herausgefunden. Und zwar, ich glaube, ich hätte hier im Let's Play mehrere Folgen damit verbracht, nichts zu tun, bevor ich das mitgekriegt hätte. Beziehungsweise, ich habe auch gestern ewig lange rumgerätselt, um was zu finden. Wir gehen hierhin ins Gebirge und wir finden auf diesem Bildschirm etwas, nämlich genau da. Ein Stein. Den sieht keine Sau dort. Ja, nehmen wir natürlich mal mit. Mussten wir mal wieder auf Steine achten, ist klar. Und mit diesem Stein hat es eine besondere Bewandtnis. Der ist nicht so wie der Stein hier bei der Zwergenhöhle. Nein, dieser Stein hat etwas in sich. Mittendrin steckt ein Fossil. Ja, das ist schlecht. So, das war die eine Sache. Und als ich gerade in der Ecke war, fiel mir noch was anderes auf. Und zwar... Wenn man hier drüben guckt, hier fehlt ja das Steigeisen, um hier weiterzukommen. Aber wenn wir hier gucken, hier sind nämlich gefrorene Ecken. Und wenn man hier draufklickt, geht Simon rüber. Also wir kommen zwar nicht nach da oben, aber wir können hier weitergehen zumindest. Und ja, hier war ich jetzt auch noch nicht gewesen. Ich weiß nicht, was wir hier finden, aber wir können ja mal gucken zumindest. Der sieht doch schon mal ziemlich freundlich aus hier. Ich würde ja gern mit ihm reden, aber ich glaube, er ist genauso versteinert wie alle anderen auch. So, der Baum steht geringfügig im Weg, finde ich. Gut, gucken wir uns den mal an. Wo starrst du hin, Junge? Du kannst sprechen? Gib dem Jungen eine Zigarre. Was? Wieso kann der Baum sprechen? Wieso guckt er mich an? Okay, ich meine, in dem Spiel verwundert mich das jetzt nicht allzu sehr, aber was wollte der jetzt mit Zigarre? Es gibt keinen Grund, unhöflich zu sein. Ich glaube, das ist nicht mein bester Tag. Nicht? Warum denn? Erzähl Onkel Simon darüber. Es ist dieser rosa Fleck, okay? Sieht wie Spray aus. Aber du weißt, was er bedeutet. Kann ich nicht behaupten. Es bedeutet, dass mich dieser Schuft von Holzfäller heute noch fällen wird. Ja, ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Denn unser Schuft, der Holzfäller, der hat geringfügige Probleme mit Holzhacken zurzeit, mein Freund. Die Sache ist ja, wir werden ja dafür sorgen, dass er die Probleme nicht mehr hat, denn wir sind ja auf der Suche nach dem Milrit-Axtkopf, ne? Das ist ja furchtbar! Wenn du die Farbe abbekommst, dann verrate ich dir ein paar magische Wörter. Oh! Das klingt gut, ja. Okay, das klingt fair. Vielleicht bekommst du beim Händler in der Stadt etwas Terpentin. Okay. Beeil dich aber. Ich bin schon unterwegs. Bei dem Händler, bei dem wir sonst auch so unglaublich viel kriegen, der mit dem zwei Köpfen? Na super, das ist ja großartig. Okay, und eine Sache habe ich mir noch überlegt, was wir noch probieren müssen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich will es mal probieren. Und zwar im Dorf möchte ich einmal hier lang gehen. Hier bei dem, in dem Laden sollen wir nach Terpentin fragen. Na super, können wir gleich auch noch machen. Ich will mal kurz hier rüber gehen, denn mir ist da noch was eingefallen. Ich habe doch gestern mit dieser Schokoladen, das war wirklich gestern gewesen, die letzte Aufnahme, muss mal dazu erwähnen. Ich habe doch mit der Schokoladentrüffeltür so rumprobiert und wusste nicht, was ich mit der machen sollte, wollte die aufessen. Und dann fiel mir auf, Schokoladen. Trüffeltür. Ja, welche Tiere sind denn scharf auf Trüffel? Wie wär's mit Schweinen? Und unsere Rapunzel ist ja ein Schwein, deswegen könnte es sein, ich weiß nicht, ob es klappt, wir können ja mal probieren. Ernsthaft? Geil! Okay, haben wir unsere Rapunzel auch verarbeitet. Dann wissen wir jetzt, wozu die Nütze ist. Das ist ja schön. Schlag zu, Kleine! Zack! Instantly Riesenloch reingeschlagen hier.
Okay, dann können wir jetzt endlich dieses Haus betreten. Ich bin mal gespannt, was wir da drin finden. Oh, süß. Die kleine Rapunzel hat sich gleich mal hingelegt zum Schlafen. Das ist ja knuffig. Okay, ein Ofen. Das ist aber schön. Guck schon mal hier derweile. Wie Oma einen hatte. Das ist super. Kannst du den irgendwie benutzen? Nee, nicht mit irgendwas. Nee. Gut, dann kannst du halt nicht benutzen. Schauen wir uns mal weiter um hier. Zum Beispiel der Tisch. Der sieht doch schön gedeckt aus. Wem gehört das Haus eigentlich? Würde mich mal interessieren. Es ist alles gedeckt und bereit zum Tee. Tatsächlich. Das verbietet mir mein Diätplan. Ach komm. So, was hat man noch? Ein Bett. Sieht sehr gemütlich aus. So, hier drüben hängt noch Imk. Ach, das kann man sogar mitnehmen, das Imkerzeug. Das ist schön. Hier, sag mal, nee, nicht angucken, du sollst direkt ansacken mal. Jawohl, das ist gut. Hier haben wir noch eine Pfeife dazu, die nehmen wir auch gleich noch mit. Und dann können wir uns mal draußen probieren an dem Bienenstock. Haben wir da sonst noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus, ne? Das ist der Ofen bloß. Okay, das da drüben kann man auch nicht angucken. Da scheint es das schon gewesen zu sein für die Hütte. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht irgendwann nochmal was an dem Ofen machen müssen, aber ich meine, hier gibt es überall irgendwelche Feuerstellen. So, dann widmen wir uns mal dem Bienenstock. Benutze die Imkerpfeife mit dem Bienenstock. Go, Simon! Jawohl, ja. Gut, damit haben wir die Bienen vertrieben. Was tust du? Was zur Hölle hat Simon gerade getan? Okay, wir haben die Bienen vertrieben. Gucken wir uns das mal an. Ach, wir haben direkt Wachs hier, okay. Alle Bienen sind bekifft. Na dann. Hast du irgendwie Haschisch reingemacht in die Imkerpfeife oder so? Na, wir sacken mal das Wachs ein. Ich habe etwas Bienenwachs aus dem Korb genommen. Okay, schön. Das ist klebriges, gelbes Wachs vom Bienenstock. Klebriges, gelbes Wachs. Moment, ich überlege. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin eingeschlafen oder so. Ich überlege gerade. Müssten wir irgendwas... Ich will mal was probieren. Ich will mal was probieren. Aber erstmal gehen wir zum Shop. Ja, ja, wir gehen zum Shop erstmal und fragen mal nach dem Terpentin. Wir haben zwar eh kein Geld, aber da werden wir bestimmt auch noch irgendwie rankommen. Bestimmt bei unserem Freund hier, dem Bauchladenkrämer. Später vielleicht. Okay. So, erstmal in den Shop. Ab mit dir. Ich glaube, dieses Shoppe ist übrigens so eine altertümliche Schreibweise für Shop. Hier kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Okay. Da bin ich anderer Meinung. Entschuldigung? Na toll, kannst du dich mal nachfragen? Jetzt müssen wir ernsthaft durchgucken hier, ob es das irgendwo gibt. Man sieht sich. Und tschüss. Hier gab es doch irgendwo Reinigungsmittel, ne? Süßigkeiten, Haushaltsreiniger. Das sind Bleichmittel, Reiniger, Waschpulver und Fensterreiniger. Nee, okay, ist also nichts dabei. Gucken wir mal so durch. Taschentücher, Süßigkeiten. Was, Töpfe und Pfannen? Nee, die wollen wir nicht. Gut, Bücher, Bücher, Bücher. Hier ist uns nichts, okay. Ein Hammer? Oh, das ist schön. Schauen wir uns den mal an. Das ist ein ultraleichter Klauenhammer. Gut zu wissen. Was, weißer Geist? Eine stinkende Flüssigkeit in einem Glas. Ach, sag bloß. Gut, okay. Fragen wir mal nach. Ich möchte das kaufen. Das macht ein Goldstück. Ah, na das ist ja... Okay. Das ist also tatsächlich was, das wir mal kaufen können bei denen. Das ist ja unglaublich. Das ist der Wucher. Vergiss es. So, und mit dem Hammer? Geht das mit dem vielleicht auch? Ich möchte das kaufen. Das macht zwei Goldstücke. Ah, okay. Das ist der Wucher. Vergiss es. Der Laden ist also tatsächlich zu etwas Nütze, aber wir brauchen erst noch Gold, bevor wir das machen können. So, das war die eine Sache. Jetzt will ich was probieren, und zwar im betrunkenen Druiden. Wenn wir es nicht schaffen... Das war jetzt eine seltsame Betonung. Wenn wir es nicht schaffen, ein Gefäß zu kriegen, vielleicht schaffen wir es irgendwie, das ganze Fass zu erobern.